Als das Volk Israel unter Mose das verheißene Land einnehmen sollte, Kanaan, da sandte Mose ja diese 12 Kundschafter aus. Und sie gingen mit einem guten Bekenntnis, weil sie wussten, der Herr hat uns dieses Land verheißen. Wir können es einnehmen, wir können es erobern. Als sie zurückkehrten, hatte sich bei 10 von diesen Kundschaftern die Meinung geändert. Und sie kamen mit einem negativen Bekenntnis wieder. Nur Josua und Kaleb nicht. Die anderen sagten, es ist unmöglich, das Land einzunehmen. Das ist zwar gut, wie Gott gesagt hat, aber was er uns nicht gesagt hat, ist, da ist der Feind, da sind Riesen, das ist besetzt. Und sie haben von sich selber gesagt, wir sind wie Grashüpfer, wie Heuschrecken in unseren Augen und in den Augen der Feinde. Interessant, nicht wahr? Das ist eine Art von Selbstverfluchung. Und es sagt, so wie wir uns sehen, so sieht uns auch der Feind. Oder anders gesagt, wie der Feind uns sieht, so sehen wir uns. Das machen wir zu unserem Bekenntnis. Die Folge von dieser Fehleinschätzung war, dass sie alle, bis auf Josua und Kaleb, in der Wüste gestorben sind. Und dass das Volk 40 Jahre lang Runden drehen musste durch diese Wüste, bis dann die nächste Generation das Land einnehmen konnte. Ich glaube, dass viele, viele, viele Kinder Gottes den gleichen Fehler machen. Gott sagt, ich habe etwas für dich, was ich möchte, dass du eroberst, dass du einnimmst. Ich habe Segen für dich und du musst gegen die Mächte des Feindes, die das blockieren, angehen. Und dann schauen wir uns das an und sagen, geht nicht. Und haben ein negatives Bekenntnis. Die Folge davon ist, dass wir in der Wüste bleiben. Nur aufgrund von unserem Unglauben. Manches, was wir als Christen über uns aussprechen, ist eigentlich wie Selbstverfluchung. Limitiert uns, drückt uns runter, macht uns klein. Geht nicht, schaffen wir nicht, kann ich nicht. Es ist wichtig, dass du dich so siehst, wie Gott dich sieht. Es ist wichtig, dass du das über dich aussprichst, was Gott über dich ausspricht. Und nicht das Bekenntnis des Feindes über dir proklamierst. Das ist sehr, sehr gefährlich. Auf unserer Webseite haben wir etwas vorbereitet, wo du siehst, wer du bist in Christus, welche Identität du hast. Ich lade dich ein, beschäftige dich damit. Es wird dir zum großen Segen sein. Es wird dir helfen, die Riesen in deinem Leben, die Bollwerke, die dir widerstehen, einzunehmen. Egal wie die heißen mögen, egal was das sein mag, egal was sich dir in deinem Leben widersteht, dagegen stellt. Geh kühn voran, nimm sie in Angriff. Der Herr sagt dir, du kannst es erobern. Mit mir an meiner Seite kannst du dein verheißenes Land einnehmen. Achte auf dein Bekenntnis. Achte darauf, was du sagst, wer du bist, was du kannst, was du hast. Und so weiter. Mach dein Bekenntnis genau in Übereinstimmung zu dem, was der Herr sagt über dich. Und du wirst sehen, Gott hat mehr für dich.